Zunächst möchte ich euch gratulieren. Ihr habt es geschafft, den Sternenzerstörer Vectorum einzunehmen, wodurch wir den Starhawk-Prototypen früher als geplant vollenden konnten. Und das Imperium tappt im Dunkeln. Sie glauben, dass ihr sich weiterhin im Bau befindet. Teressa Carroll wird weiter nach Projekt Starhawk suchen, bis sie es zerstört hat. Es ist an uns, sie aufzuhalten. Dank einer Falschinformation in meiner Nachricht werden wir eine Falle aufstellen. Laut der Falschinformationen beschützt ihr eine Lieferung von Magnetkristallen, die für die Fertigstellung des Starhawks benötigt wird. Mit diesem Köder werden wir Teressa und die Overseer tief in den Savianischen Abyss locken, eine besonders instabile Gegend des Weltraums. Hier werden wir unseren Hinterhalt planen. Keine Sorge wegen des Konvois. Er ist leer und wird von einem Droiden gesteuert. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr alles, was ihm im Weg ist, beseitigen müsst. Vanguard, ich möchte, dass ihr diesen Konvoi mit allen Mitteln verteidigt. Wir müssen dafür sorgen, dass es glaubwürdig aussieht. Euer Ziel ist dieser Engpass. Dort wird der Starhawk warten, um die Overseer lahmzulegen. Und hoffentlich auch, um Teressa gefangen zu nehmen. Es mag simpel klingen, aber nichts im Servianischen Abyss ist simpel. Macht euch auf eine schwere Mission gefasst. Für diese Mission dürft ihr euch einen Jäger selbst auswählen. Ein X-Flügler, Y-Flügler oder A-Flügler. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Seht euch die Pläne an und entscheidet euch. Sehen könnt, habe ich die Gefahren des Savianischen Abyss nicht übertrieben. Sieh dir die ganzen Blitze an! Teressa Carroll hat offenbar den Köder geschluckt. Ihr Flaggschiff, die Overseer, nähert sich. Viel Glück, Vanguard. Beschützt diesen Konvoi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Du kannst es auch fühlen, oder? Chaos an jeder Ecke. Wir gehören hier nicht her. Ich will nicht sehen, was passiert. Hey, was passiert, sobald der Starhawk die Overseer deaktiviert hat? Dasselbe wie bei der Vectorum, vermute ich. An Bord gehen, die Systeme blockieren und die Crew gefangen nehmen. Ich weiß nicht, Grace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Teressa Carroll ohne Gegenwehr mitkommen wird. Ich hasse die Wolken. Wer weiß, was sich da draußen befindet? Das wissen wir doch. Ein Sternzerstörer mit einem Captain, der uns tot sehen möchte. Wirklich hilfreich, Gunny. Danke. Der Autopilot-Droide des Konvois ist nicht intelligent genug, um durch diese Asteroiden zu fliegen. Dann sprengen wir eben einen Weg frei. Thank you.
Captain. Wir haben den Ruinen gehört. Einer hängt an mir dran. Stehe unter feindlichem Beschuss. Zur Seite und bereit. Thank you.
an Vanguard. Wir haben euch auf dem Radar. Weiters. Seid fast in Reichweite. Guter Schuss! Oh, das macht keinen Spaß. Es hat funktioniert, Titan. Im Navi-Computer des Konvois war der Sektor und das System, nach dem wir suchten. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Hyperraumsprung zur Overseer zurück. So schnell können wir nicht springen. Wir könnten in einem Stern landen oder noch schlimmer. Wenn wir bleiben, sterben wir. Weg! Dass Starhawk funktioniert. Er hat die Overseer wie eine Lotratte rumgeschleudert. Gut so. Die verdammten Imperialen haben Vergeltung verdient. Mit Zinsen. Wollen wir nicht einfach einen Todesstern bauen und es schnell hinter uns bringen? Ja, komm schon, Grace. Wir sind immer noch die Guten. Egal, wir haben gewonnen, ja? Wo auch immer sie hingesprungen sind, von der Nummer erholt sich kein Schiff. Wollen wir es mal hoffen. Thank you.
sind wir? Outer Rim. Remetic-System. Netz 042. Schickt Löschmannschaften. Sendet ein Notsignal an die nächste imperiale Station. Aha. Es gibt ein altes Munitionslager in diesem System, Captain. Geleitet von Colonel Graham. Ist wohl unser Glückstag. Schickt das Signal. Das war's noch nicht, Vanguard. Ihr springt also in mein Territorium. Ohne Einladung. Und dann wollt ihr noch meine Vorräte? Colonel Graham, das Starhawk-Projekt ist fast in Reichweite. Was ich brauche, sind Reparaturen und Munition. Nein. Der Imperator wies mir dieses Depot zu und ich entscheide, wie die Ressourcen eingesetzt werden. Für den Moment schließt das Ihren Sternzerstörer mit ein. Betrachten Sie sich als neu zugewiesen. Die Overseer hat diese Mission auf Admiral Sloans Geheiß begonnen. Admiral Sloan ist nicht Ihr Captain. Ich muss mich um Rebellen-Guerillas kümmern. Und das werden Sie jetzt auch tun. Das war's. Wir sollen gegen Rebellen kämpfen. Wie er will. Wir schützen sein Depot. Und wenn dabei zufällig Munition verloren gehen sollte, nun ja, Glück für uns. Ma'am, die Vorschriften verbieten so etwas ausdrücklich. Ich gebe mich nicht geschlagen. Weder von Vanguard noch von aufgeblasenen Idioten oder sonst wem. Bitte. Ihr Urteilsvermögen... ist in Ordnung. Ruf die Titanstaffel. Sofort. Können wir reden?